wie du definitiv keine Franchise-Partner finden wirst. Das ist das Thema unseres heutigen Videos. Mein Name ist Jana Japs von den Franchise-Machern und wir bauen Franchise-Systeme auf. Franchise-Partner wirst du definitiv nicht bis zum Vertrag führen, wenn du keinen Hauptansprechpartner in deiner Unternehmenszentrale hast. Das heißt, eine Person, die wirklich mit den noch bis dahin Franchise-Interessenten redet, die die Gespräche führt, die die E-Mails schreibt, die wirklich der Hauptansprechpartner oder die Hauptansprechpartnerin ist für deine Franchise-Interessenten. Wenn so ein Interessent sich wild durch dein Headquarter telefonieren muss, dann wirst du ihn definitiv verlieren. Der zweite Punkt ist, du hast einen Pilotbetrieb, der funktioniert, der ist erfolgreich, aber du hast keine Zahlen. Das heißt, was will der Interessent denn jetzt von dir sehen in diesen ganzen Gesprächen, die er mit dir führt? Natürlich will er wissen, wie funktioniert dein Geschäftskonzept und wie funktioniert ihr eigentlich als Zentrale und wo kommt er da hin, in welche Community? Aber was ihn natürlich am meisten interessiert, ist das Zahlenwerk. Das heißt, wenn du keine Erfahrungswerte aus deinem Pilotbetrieb hier vermitteln möchtest und für Transparenz sorgen willst, dann wirst du den Interessenten definitiv verlieren. Das spielt gleich in den nächsten Punkt rein, weil sowohl deine Zahlen auch als dein Corporate Design oder eben bestimmte Prozesse, die abgebildet sind, dafür solltest du Handouts haben. Manche sagen auch, die sind dann Bestandteil der vorvertraglichen Aufklärung, aber dazu gibt es ein anderes Video. Also, deine Handouts solltest du so aufbereiten, dass dein Franchise-Interessent auch jedwede Information bekommt. Damit kommen wir zu Punkt 4, an der richtigen Stelle. Achte darauf, dass du nicht zu viel Informationen auf einmal rausgibst, weil auch damit verlierst du deine Franchise-Interessenten. Zu viel Information am falschen Ort, an dem falschen Fleck, bringt gar nichts. Der nächste Punkt ist, kurz vor Vertragsunterschrift gibt es immer einen kleinen Slot, in dem der Franchise-Interessent fragt, gibt es bei dir Gebietsschutz? Übrigens auch noch ein anderes Video hier auf unserem YouTube-Kanal, was ist Gebietsschutz? Aber auf die Frage, gibt es bei dir Gebietsschutz, solltest du definitiv eine Antwort haben und nicht erst lange überlegen müssen oder in irgendeinen anderen Raum gehen, um zu gucken, wo habe ich denn jetzt meinen Gebietsschutz? Also, wenn du die Frage nach dem Gebietsschutz kurz vor Vertragsunterschrift nicht beantworten kannst, dann gibt es auch keine Vertragsunterschrift. Und als letztes ist es mir wirklich wichtig, dir zu sagen, suche die richtige Location. Hat deine Franchise-Zentrale noch keine entsprechenden Büroräume, wo du mit Interessenten sprechen kannst? Dann geh nicht ins Café oder zumindest in ein Café oder in eine Hotellobby, ja, wo du auch irgendwo abgegrenzt eine Privatsphäre darstellen kannst, um mit den Interessenten zu sprechen. Weil denk dran, der gibt dir ja auch private Informationen. Und wenn du dann da, ich sag mal, in irgendeinem riesen Café sitzt zwischen lauter Menschen, dann wird das auch schwierig. Und im Zweifelsfall geht der Interessent da raus und sagt, nee, also mit denen, das funktioniert nicht. Also, das sind die wichtigsten Punkte, die mir so einfallen zum Thema, wie du definitiv keine Franchise-Interessenten gewinnst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere unseren Kanal, die Franchise-Macher hier auf YouTube. Und wenn du noch Fragen hast zu diesem Prozess des Franchise-Partner-Gewinnens, dann stell sie hier unten in die Kommentare und ich beantworte sie dir. Deine Jana.